dreimalige Champion hat gestern ein bisschen zu viel gewollt im Qualifying. Christian Vitores auf der 10, dann zum B11er Marco Wittmann, der neue Mann in der DTM auf der 12. Als Franke hat der hier ein Heimspiel. Timo Scheider haben wir gerade gesehen, der ist gut gekühlt, brauche auch, das wird eine Aufholjagd neben Mr. Norris. Und zum Ersten. Jetzt wird es laut, heiß, hitzig. Die DTM. Ja, auf jeden Fall gerade der DTM-Legende. Aber du hast hier, glaube ich, noch nie gewonnen. Von Platz 2 bis 17 war alles dabei und viermal bist du gar nicht angekommen. Sicher sein kann man sich hier gar nicht. Ja, der Norris bietet halt alles, was man zu sehen hat. Und auch letztes haben wir gesehen, der da am Polstand stand unten in der ersten Ecke direkt mal falsch rum da. Und ist dann als letzter losgefahren. Also hier geht es wirklich gerade bei den Bedingungen heiß her. Schauen wir mal drauf auf dieses Spektakel, was hier alles geboten wird während des Rennens, wie eng das zugeht. Früher sind ein paar mehr Spiegel abgefahren worden, jetzt ist das alles ein bisschen enger, manchmal hängen sie noch dran. Aber man muss auf Millimeter fahren, sonst hat man keine Chance. Ja, auf jeden Fall. Gerade der harte Kontakt an der Mauer, der tut richtig weh, das sehen wir auch hier. Ein Spiegel abfahren ist gerade noch im Bereich des Möglichen, aber der Norris-Ring verzeiht halt keine Fehler. Und man muss trotzdem um Tausendstel kämpfen, denn um Tausendstel geht es und am Ende sind alle...